So, alles, was ich bekommen habe, Leute. Die ganzen Items, die ich wörtlich mal mental öffnen. Und das wird alles jetzt der Stuff sein, nur von den Strecken abreißen. Ich bin mal gespannt, wie viele Ressourcen nur in diesen Strecken hier noch drin lagen. So, das sind jetzt alle Strecken und. Ja. Ja, okay. Okay. Ihr seht. Was ist das viel? 230 Stahlträger in den Strecken. In so 1000 Metallplatten oder so. Ja, moin. Warum auch nicht? Dann werde ich das auch mal gleich. Ich führe unsere Pipeline gerade durch den Urwald, ne? Nice. Denk dran, zwischendurch ein paar Pumpen anzuschließen, ne? Ja, ich schließe die immer nur an, wenn es hochgeht. Gut so. Kannst du ja mal mit E, kannst ja gucken, wie viel da reinfließt. Konrad? Ja. Wer hat hier wieder Stuff in Kisten geschmissen, das da nicht reingehört? Hä? Wieso liegt hier Katerium-Erz in einer Kiste? Was zur Hölle sollen wir mit Katerium-Erz anfangen? Essen. Ja. Genau, Digga. Okay, mal erst die beiden Kisten hier. Oh. Wieso sind hier 11 Motoren und 3 Zement drin? Das war ich nur. Gott, was denkst du dir? Warum liegen da 11 Motoren und 3 Zement? Was hat das für einen Zweck? Digga. Versuchst du mich gerade zu ätzen? Ja. 2000 Jahre später. Supercomputer. Hört sich ekelhaft zu craften an. Ist auch ekelhaft zu craften, ich erforsche ihn mal. Ja. Ja. Du bist doch eh der Forscher hier, ne? Ich bin eher der Typ. Erforsche ich doch nicht. Zu teuer? Ich kann nicht. Nee, ich bin jetzt zu voll, ich bin nach oben zu laufen. Ich habe sowieso noch eine Festplatte. Oh. Die ist jetzt wichtiger erstmal. Ja, Festplatten sind wichtig. Oh, das klackt jetzt einfach so blöd an hier. Ich will's drehen. Hallo. Satisfactory. Satisfactory, ich kann das nicht bauen, wie ich. Hallo. Spiel. Ja. Was zur Hölle? Optionen. Spieloptionen. Was ist die Einstellung, die ich. Nö. Ich kann es nicht da. Und lesen. Jetzt geht's. So. Ich mach's mal auf der Schiene hier direkt. Ich kann. Wieso kann ich es nicht drehen? WTF. Ach, jetzt muss ich Alt dafür gedrückt halten auch noch. Ach Gott. Jetzt werde ich da vorne erstmal so lang geschoben. Das ist dumm, actually. Wir müssten hier rein, dann gehen die hier rum. Aber hier ein Bogen ist auch blöd. Ne, dann machen sie es umständlich. Ich meine, schade jetzt nicht. Das Anlaufen dauert zwar länger, aber an sich ist es nicht langsamer dann durch das System. Aber wobei, wir müssen es auch hier in diese Richtung machen. Damit man das einfacher erweitern kann später. Dann machen wir das halt. Was machst du gerade? Jetzt meinen Zuschauern müssen das erklären, was du gerade machst. Ich verliere jetzt Strom. Zu der Ölquelle meinst du? Ja. Okay, viel Spaß dabei. Nö, nee, ich nicht. Ich kann nicht von. So. Hätte ich eins, wenn ich hier reingeleitet, werden hier einmal komplett durchsortiert. Jetzt muss ich jetzt noch einstellen für jedes einzelne Item. Und das wird es auch mal ewig dauern. Das heißt, hier kommt Beton rein.
So, rechter Ausgang. Beton. So, die Seite habe ich fertig. Jetzt die andere Seite. Nice. Ich habe alles auf MK4-Förderbände upgraden, sobald es geht. Weil hier ist es sehr, sehr wichtig, dass wir MK4 haben. Ansonsten könnte unsere Produktion. Oh mein Gott, nee. Ich muss jetzt zwischendurch ja nochmal Splitter machen, fällt mir gerade ein. Wegen Überlaufschutz. Hier müssen nochmal Splitter hin. Und da muss ich das Kabel von den Splittern irgendwie hier raus. Ist das auch möglich, spieltechnisch? Ich muss nämlich jetzt einmal so machen, dass wir hier einen Splitter haben. Und dann habe ich hier noch mehr Splitter, aber ich kann das ja so. Wenn ich das gleiche hier nochmal habe, was ich dann muss. Nicht, dass ich jetzt einmal alles abreißen muss. Also ich denke, ich werde trotzdem alles abreißen müssen. Also nicht alles, aber nur die insgesamt KI-Begrenzer. So, aber jetzt muss ich ein Kabel von hier rausleiten. Das geht ja nicht. Das ist ja nicht machbar. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das ist ja. Also entweder werde ich die Lagerhäuser mit einem größeren Abstand machen müssen. Oder wir nehmen es in Kauf, dass unser Lager überfüllt werden. Nein, warte. Bessere Idee. Kann ich das nachträglich machen? Dass ich das sage hier. Wenn es sich hier staut. Ja klar. Warum nicht? Okay, dann verschiebe ich mein Problem jetzt erstmal damit. Das heißt, jetzt werde ich das hier so machen. Dass wir hier zuerst einen Splitter reinbauen. Hier einen Splitter. Hier einen Splitter. Und dann hier einen Merger. Also hat keinen Sinn. Aber, theoretisch müsste der Splitter ja von hier nach hier rüber. Das wäre jetzt das erste. Ich kann, warte mal, so Lagercontainer hat ja zwei Outputs. Der Lagercontainer hat ja schon einen eingebauten Splitter quasi. Der hat ja schon einen eingebauten Splitter. Das ist ja viel, viel besser noch. Da werde ich jetzt ganz kurz erstmal hier am Boden nochmal die paar Splitter hinsetzen. Aber nur, dass ich die als Bauorientierung nehmen kann. Für die Fusionatoren, sonst brauche ich die hier nämlich nicht am Boden. Leute, das ist so ein riesen Bauprojekt, dieses Lager hier, ne? Aber das ist ein perfektes Lager. Mit, naja, also, es ist nicht perfekt, weil die Hälfte von allem, was wir produzieren, wird direkt geschreddert. Aber dafür haben wir einen Überlaufschutz. Serious? Ja, die Hälfte von allem, was wir haben, wird direkt geschreddert. Geil, ne? Safe, das können wir noch. Obwohl, nein, wird es nicht. Oh mein Gott, es ist so. Welches wird preferred? Wenn ich ein industrieller Lager bin, aber ich lege ein Item rein, geht das oben oder unten raus? Weil dann können wir es nämlich so machen, da können wir sogar maximale Effizienz können rausholen. Und die Frage ist nämlich jetzt, Leute, guck mal. Wenn ich jetzt hier ein Item reinlege, geht es oben. Ich bin mit der 1 Förderbänder dafür. Geht es oben? Hallo? Hallo, was? Hä? Ach man, ich habe wieder so einen Baubug hier, dass ich das nicht. So, nochmal. Ich lege jetzt mal hier einen Stahlzäger rein und der geht übers untere. Test, macht er es abwechselnd oder nicht? Ein weiterer. Okay, komm mal, ich hab's perfekt. Der preferred das untere Förderband. Das heißt, erstmal werden alle Items übers untere geleitet. Weil das nämlich auch nur Tutorial, also er kann gar nicht mehr hier reinbekommen, als er hier rausgibt. Das heißt, das untere wird geführt. Und wenn das untere vorläuft, da
Dann musste sie über das obere Förderband auch rausgeben. Und das obere Förderband ist aber dafür da, um die Sachen zu schreddern. Ja. Das ist genial, oder? Ein geniales System. Ja. Alter, wie geil. Das ist wie in Minecraft, bloß noch einfacher zu bauen. Ja. Und das Wasser macht die Technik nicht kaputt. Ja, Wasser ist echt eines der schlimmsten Dinge ganz Minecraft. Deswegen muss ich gleich für die andere Seite genau, nochmal genauso bauen. Und das hier ist quasi der Schredderpfad. Weil alles, was hier reinkommt, wird nämlich geschreddert. Und das hat aber jetzt die das Tolle, weil wir, wenn man hier vom rechten Container alles, was hier rauskommt, schreddern. Das heißt, ich kann das nämlich direkt quasi damit connecten. Was actually geil ist. So, hier, diese Container nämlich, das sind Schredder-Container. Das heißt, erstmal wird hier alles aus den Förderbändern auf 1 gemerged, nämlich die 7, die 7 wahrscheinlich. Was ist denn da unten? Was laber ich? So, hier, das müssen nämlich beides nicht Input sein, weil das wollen wir einsortieren. Das sind die überbleiben, das heißt, das müssen Output sein. Und hier wieder Inputs, weil das sind hier die Sachen, die wir schreddern wollen. Hast du schon gesehen, was ich hier baue? Oder hast du es noch gar nicht gesehen? Okay, ich sag dir, es wird dir gefallen. Also, ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird. Aber es ist praktikabel, deshalb wird es dir gefallen. Ja. So. Kurz gucken, was hier auch in die richtige Richtung fließt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Meinst du, muss ich hier hochstecken mit dem Fusionatoren? Ja, es fließt in die richtige Richtung. Ja. Das wird dann hier mal schön fusioniert alles. Und alles schön auf einen Förderband geleitet. Und hier vorne wird dann gleich der Schredder angeschlossen. Aber vorerst muss ich das gleich noch auf die andere Seite bauen. Aber nee, erstmal mache ich das jetzt. Die KI, die intelligenten Splitter. KI-Begrenzer wahrscheinlich. Ein paar Sekunden später. So, Konrad, das System an sich ist fast fertig. Jetzt muss ich noch einmal das Verschrottungssystem auf der anderen Seite anbauen. Bitte, warum steht das? Hat keinen Strom. Vielleicht hat es keinen Strom. Aha. Also, wir produzieren gerade. Wir produzieren ja gerade so ziemlich gar nichts. Deshalb sollten wir jede Menge Strom eigentlich haben. Ja, wahrscheinlich habe ich nur irgendwo aus in die Verbindung gekappt oder so. Ich kann nichts bauen. Hörst du mich noch? Hallo? Was? Hallo? Hallo? Okay, ich glaube, mein WLAN ist kurz weg.